Gut, wir fangen jetzt richtig an mit den Inhalten dieses Biochemiekurses. Wir fangen jetzt an mit dem Atom. Für die, die sich erst jetzt eingeklinkt haben, Sie sehen hier auf dieser Webseite, finden Sie den gesamten Kurs gratis auf mitnachhilfe.blogspot.com. Fangen wir an mit dem Aufbau des Atoms. Und Sie sehen hier so eine ganz schematische Darstellung. Ich habe bereits ein Video gemacht über das, aber wir repetieren das von Anfang an. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Atom, das besteht aus einer Atomhülle oder aus einer Scha also aus Schalen und einem Atomkern. Und dieser Atomkern, der heißt Nukleus. Und diese zwei Bestandteile, die haben jeweils verschiedene Strukturen oder verschiedene Teilchen in sich. Nämlich in der Atomhülle gibt es sogenannte Elektronen. Das sind so negativ geladene Teilchen, welche in dieser Atomhülle umherschwirren. Also die schwirren jetzt hier um diesen Atomkern herum. Das kann man sich so vorstellen, wenn der Nukleus, das wäre die Sonne und die Elektronen, das wäre die Erde und die schwirren jetzt hier um diesen Atomkern herum. Die sind negativ geladen, daher hier dieses Negativzeichen. Dann im Atomkern gibt es zwei Teilchen, nämlich Protonen, das sind positiv geladene Teilchen, hier so rot dargestellt, und Neutronen mit einem Null, das bedeutet einfach, die sind neutral. Das kann man sich gut merken, Neutronen wie neutral. Also es gibt drei Teilchen im Atom, es gibt Elektronen, Protonen und Neutronen und Sie müssen auch die Ladungen jeweils kennen. Also die Legende hier eben, es gibt positiv und negativ geladene Teilchen sowie neutrale Teilchen. Jetzt, Sie sehen hier auch den Radius dieses Atoms, das ist extremst klein, das ist 0,05 Nanometer. Nanometer bedeutet einfach 10 hoch minus 9 Meter. Das ist eine Milliardstel Meter und das ist jeweils noch 0,05 Milliardstel Meter. Das ist ein extremst kleine Distanz hier. Was jetzt noch wichtig ist, was ich jetzt vorwegnehme, ist, dass gewisse Atome, die haben jetzt hier so Schalen und die haben nicht nur eine Schale, sondern die haben jeweils noch mehrere Schalen rundherum. Also auf diese Schale drauf kommt jetzt noch eine weitere Schale, wo weitere Elektronen herumschwirren und dann vielleicht noch eine Schale und so weiter. Es gibt Atome, die haben mehrere Schalen. Und das hat eine gewisse Relevanz. In der innersten Schale, also diese erste Schale, wie wir sie hier sehen, gibt es jetzt hier zwei Elektronen. Und diese Schale ist nun voll. Das bedeutet, auf diese Schale kommen keine weiteren Elektronen dazu. Wenn es jetzt ein Atom ist, das mehr Elektronen hat als zwei, dann kommt einfach eine weitere Schale dazu. Und dann füllt man diese Schale. Und die zweite Schale hat Platz für 8 Elektronen. Also nochmals zusammenfassend, die erste Schale hat immer Platz für 2 Elektronen und die weiteren Schalen haben jeweils Platz für 8 Elektronen, vereinfacht gesagt. Wieso, dass das wichtig ist? Das ist dann wichtig für die chemischen Bindungen, die diese Atome eingehen. Machen wir weiter. Ein grundlegendes Prinzip ist die sogenannte Ladungsneutralität. Das bedeutet, dass ein Atom immer gleich viele positiv geladene Teilchen wie negativ geladene Teilchen hat, also gleich viel Protonen und Elektronen. Und das macht, also die gleichen sich dann aus. Jeweils ein positiv geladenes Teilchen gleicht sich mit einem negativ geladenen Teilchen aus und es wird neutral. Und somit ist das Atom im Ganzen in der Ladung ausgeglichen. Also ein Atom ist grundsätzlich neutral. Das muss gesagt werden. Das bedeutet eben, die Anzahl Protonen entspricht der Anzahl Elektronen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es mehr Protonen als Elektronen hat, dann ist dieses Atom ja positiv. Oder wenn es mehr Elektronen als Protonen hat, dann ist dieses Atom negativ geladen und dann nennt man das nicht mehr Atom, sondern das ist dann ein Ion.
Also ein geladenes Atom in Anführungsstrichen ist ein Ion. Und es gibt zwei Arten von Ionen. Es gibt sogenannte positive Ionen. Also wenn es mehr positive Ladungen hat als negative Ladungen, dann nennt man das ein Kation. Und wenn es mehr negative Ladungen hat, also wenn dieses Ion negativ geladen ist, dann nennt man das Anion. Also grundsätzlich nehmen Sie mal einfach mit, Ion ist ein geladenes Atom und ein Atom ist in der Natur einfach ein neutrales Ding. Hier ein paar Größenverhältnisse für meine Schüler. Das ist nicht prüfungsrelevant, das sind einfach wirklich nur so Gedankenspielchen. Also einige Beispiele, die helfen sollen, die enormen Größenverhältnisse oder eben die enorm kleinen Größenverhältnisse der Atome ein bisschen näher zu beleuchten. Und hier ist jetzt ein Beispiel, wie man sich den Atomkern in Relation zur Atomhülle vorstellen muss. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass der Atomkern, der ist jetzt so groß wie ein Zündholzkopf, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dann ist der Radius, also die Distanz vom Atomkern zum nächsten Elektron oder zu dieser Hülle, ist so weit, wie wenn Sie sich das so vorstellen, also wie ein Eiffelturm. Also dieser Kreis ist so groß, dieser Durchmesser ist so groß wie der Eiffelturm, wenn der Atomkern so groß ist wie ein Zündholzkopf. Das ist wahnsinnig. Also eben hier nochmal aus der Schriftform stellt man sich den Atomkern eines Wasserstoffatoms auf einen Zündholzkopf, also auf Zündholzkopfgröße vergrößert vor, so wäre das Gesamtatom so groß wie der Eiffelturm, 300 Meter. Aber das um den Atom kreisende Elektron, also dieses Ding hier, das würde man nicht sehen, sondern das ist so klein wie ein Staubkorn. Das ist 0,1 Millimeter. Das müsste man unter dem Mikroskop anschauen. Das ist ein wahnsinniges Verhältnis. Also Elektronen sind grundsätzlich sehr viel kleiner als Protonen oder Neutronen. Also wenn man es genau nehmen will, sind Elektronen 2000 mal kleiner als Protonen oder Neutronen. Protonen und Neutronen sind etwa gleich groß. Hier ein weiteres Beispiel. Wenn Sie sich vorstellen, eben das Größenverhältnis von einem Tischtennisball zur Erde, also ein Tischtennisball ist relativ klein zur Erde, ist etwa so groß wie das eines Atoms zu einem Tischtennisball. Also dieses Verhältnis ist so groß, wenn man sich jetzt diese Erde als Tischtennisball vorstellt, dann wäre der Tischtennisball ein Atom, also extrem klein. Gut. Kommen wir langsam zum Schluss. Es gibt hier so verschiedene Elemente. Das da hier ist einfach Feuer, Erde, Wasser, Holz und Metall. Das ist nicht ganz so das, was wir besprechen werden. Aber es gibt hier verschiedene Elemente wie Zink, Kupfer, Blei oder Gold. Das sind alles verschiedene Elemente. Und wie unterscheiden sich eigentlich diese Elemente? Das sind ja eigentlich alles auch Atome, welche im Periodensystem sind. Und wie unterscheiden sich diese verschiedenen Atome untereinander? Das ist eigentlich relativ einfach. Ein Element unterscheidet sich von der Protonenzahl. Und diese Protonenzahl, die nennt man Ordnungszahl. Es gibt Elemente, die haben ein Proton. Es gibt andere Elemente, die haben 80 Protonen. Und jeweils man gibt dem einfach einen anderen Namen. Das ist wie, wenn ein Atom eben ein Proton hat, dann sagt man dem, das ist ein Wasserstoffatom. Und wenn es zwei Protonen hat, dann wird es ein Helium und so weiter. Man hat dann einfach die Namen gegeben. Und diese Protonenzahl, die nennt man Ordnungszahl. Und wenn Sie gut aufgepasst haben, haben wir ja vorher gesagt, die Protonenzahl entspricht den Elektronenzahl, also positive und negative Ladungen sind gleich. Das bedeutet, dass diese Ordnungszahl, die entspricht auch der Elektronenzahl. Und hier haben Sie so ein Beispiel, Natrium. Natrium, das ist im Salz, Natriumchlorid ist Salz, also Kochsalz. Und Natrium hat die Ordnungszahl 11. Das bedeutet, also das Natrium hat 11 Protonen.
Und wir haben gerade gesagt, die Protonenzahl entspricht der Elektronenzahl, also hat es auch 11 Elektronen. Also mit dieser Zahl können wir schon relativ viel sagen und wir können schon relativ viel zeichnen mit diesen Angaben. Dann fehlt uns aber noch eine weitere Angabe, nämlich die Zahl der Neutronen. Das wissen wir ja noch nicht, das können wir nicht aus dieser Ordnungszahl herausfischen. Und das ist die sogenannte Massenzahl, die uns da hilft. Die Massenzahl hier beim Natrium ist 23. Das bedeutet, was ist die Massenzahl? Das ist die Addition oder die Summe von Protonen und Neutronen. Etwas kompliziert, man könnte auch einfach hinschreiben, das sind die Neutronenzahlen, aber man hat dann Protonen plus Neutronen zusammengerechnet, das gibt die Massenzahl. Und wenn man jetzt das Neutron herausfinden will, muss man die Massenzahl minus diese Protonen zählen, damit man die Neutronen bekommt. Also Massenzahl 23 minus 11, das gibt dann 12. Und das sind dann die Anzahl Neutronen, die wir haben im Natrium. Gut. Und das sehen Sie dann hier im Periodensystem der Elemente, sind all diese Atome oder all diese Elemente aufgelistet. Sie sehen hier 1 Massen, also manchmal ist diese Ordnungszahl auch oben und die Massenzahl unten, das ist etwas verwirrend. Hier ist die Massenzahl unten, hier sehen Sie, Masse ist unten und Ordnungszahl ist oben. Und Sie sehen hier zum Beispiel H, das steht für Wasserstoff, das hat eine Ordnungszahl von 1, das bedeutet, es hat ein Proton und ein Elektron. Und es hat eine Massenzahl von 1, das bedeutet, es hat keine Neutronen. 1 minus 1 gibt ja 0, also 0 Neutronen. Ein Elektron, ein Proton und 0 Neutronen. Das ist Wasserstoff. Dann springt das ein bisschen nach rüber, dann haben Sie hier 2 Protonen und Elektronen, dann hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist wirklich nur eine Auflistung der verschiedenen Atome und die sind einfach der Reihe nach aufgezählt. Und Sie sehen hier zum Beispiel, Kalium hat 19 Protonen und 19 Elektronen. Und dem sagt man dann Kalium. Und so relativ simpel, so ist eigentlich unser Periodensystem aufgebaut. Und Sie sehen hier, es gibt bis 118, es gibt dann noch weitere, glaube ich, weitere Elemente, aber je mehr Protonen und Elektronen und je größer das Atom wird, desto instabiler wird es und desto eher zerfällt es. Das sind dann eher die radioaktiven Elemente. Und es geht nicht bis unendlich, sondern in unserem Universum ist es einfach so, dass es eine begrenzte Anzahl von Elementen gibt. Und wir haben ganz bestimmte Elemente, die in unserem Körper häufig vorkommen und die werden wir dann noch anschauen. Nun, das Wichtigste in Kürze einfach, das Sie wirklich mitnehmen sollen, ist, dass das Atom aus einem Kern und aus einer Hülle besteht. Die Hülle, eben die innerste Hülle, kann zwei Elektronen beinhalten und jede weitere Hülle, die zweite, dritte, vierte und so weiter Hülle, kann dann 8 Elektronen tragen. Dann im Kern befinden sich eben Protonen und Neutronen. Protonen sind positiv, Neutronen sind neutral und in der Hülle befinden sich, wie gesagt, die Elektronen, welche negativ geladen sind. Und ein Atom hat immer gleich viele Protonen und Elektronen, sonst ist es ein Ion. Und es gibt eben positive Ionen, die heißen Kation, und die negativen Ionen, die heißen Anionen. Und ein Element unterscheidet sich von einem anderen Element in der Protonenzahl oder Elektronenzahl, das ist ja eigentlich das Gleiche, und das nennt man auch die sogenannte Ordnungszahl. So, im nächsten Video schauen wir uns dann Isotope an und bauen dort weiter.